auch Pardellux genannt. Seine leopardenähnlichen Flecken dienen ihm als Tarnung, wenn er sich im Gras duckt, bereit zuzuschlagen. Vor gut 100 Jahren war der iberische Luchs in Spanien und Portugal noch weit verbreitet. Heute leben in freier Wildbahn geschätzt nur noch rund 150 Tiere. Viele davon hier im Doñana Nationalpark. Luis Suarez macht die kleinen Großkatzen ausfindig. Das ist die Fußspur eines iberischen Luchses. Sie hebt sich deutlich von anderen Spuren ab. Es gibt vier Zehen und der Abdruck ist einfacher und kleiner als andere. Krallen sind keine zu erkennen, anders als beim Dachs. Dessen Krallen zeichnen sich im Matsch ab. Zudem ist der Abdruck recht klein, vermutlich von einem Jungtier. Das bestätigt, dass sich die Luchse fortpflanzen. Für uns eine gute Nachricht. Nur noch 20 bis 25 Luchse leben im Park, obwohl er ein sicherer Ort für sie ist. Wir sind am Rande des Nationalparks in Coto del Rey. Das ist das beste Gelände für den iberischen Luchs, die Basis für die Population. Dieser Lebensraum eignet sich für ihn ja auch am besten, denn ansonsten besteht der Park weitgehend aus sumpfigem Marschland. Hier aber ist die Vegetation üppig. Zudem gibt es viele Kaninchen und die sind entscheidend für das Bestehen der Art. Der iberische Luchs frisst ausschließlich Fleisch, am liebsten Wildkaninchen. Pro Tag braucht er eines. Und Kaninchen lieben Gras. Gras gibt es hier, weil es Wasser gibt. An der trockenen Südküste Spaniens ist Doñana eine Oase mit Marschlandschaften, die im Winter und Frühjahr